Laserstraße. Gelten Maskenpflicht und die 3G-Regel. Please wear a mask and be vaccinated, recovered or tested. Thank you.
Stadion Buschallee, Hansastraße. Thank you.
Maskenpflicht und die 3G-Regel. Please wear a mask and be vaccinated, recovered or tested.
Ich fahre jetzt zu dem am Ausgang. Da ist jetzt die Frage, was ist, wenn es bei keinem Einkauf in Bayern gibt? S-Bahnhof Greifswalder Straße.
Soll ich den dir vom Pulli? Okay, Elchi, okay. Ich hab's der Elchi hingestellt. Nimm Elchi. Thank you.
Ja, bestimmt nicht mehr. Es wird sich den ganzen halten zumindest. Geht von vornherein klar. Aber weißt du, was wir heute haben? Nasse Straße. Schön für Fotos, wenn man Passanten fotografiert, also Street fotografiert. Wird sich schon mal lohnen. Weil ich würde sagen, jetzt werden wir jetzt nochmal umdrehen in die andere Richtung und dann ins Kinderkrankenhaus gehen, ist auch ein bisschen spät. Und Stativ hast du, glaube ich, nicht dabei, ne? Habe ich überlegt, aber für Wacken. Ja, dann habe ich meins also, umsonst mitgeschleppt, beim fetten Oschi, Alter. Bei Bewegung brauche ich. Dann kann ich halt irgendwann nicht mehr. Oder kann ich schon. Wenn dementsprechend folgen. Der Preis ist hoch dafür, ja. Der Preis kennen wir schon. Kann ich ja jetzt schon. Also wenn er jetzt sowas viel bewegen muss, dann ist er dann bei dem nicht. Ach, dann hätte ich Fotografie gehen noch mit F2000. Vollstraße. Ja, technisch gesehen müsste 1-200 hier ausreichen. Wir brauchen mal Fotos. Also es gibt selten Bewegungen, die so viel schneller sind, als dass sie dabei verschwimmen, wenn du selber stillhältst, vor allem. Also wenn ich jetzt den 200 mm-Ding, das war dann nicht so. Ich wurde gerade hier bei meinem 200 mm-Ding, aber dann letztens festgestellt, ich habe ja die Stabilisation ausgestellt gehabt. Das ist natürlich kacke bei sowas. Hin. Wie das in der Station da aussieht. Schlimm? Naja, es ist einfach wie hier gleich für den Zug. Dann hatte ich die Maske aufgeführt, so wie jetzt. Und dann ruft er so mit der Maske aufgeführt. Jetzt erzähl mal nochmal, was hältst du von dem amerikanischen Dorf? Da habe ich ja geschrieben. Also ich habe den irgendwie geschrieben. Und hier nennt also ist ja eher. Weil die heißen, die Amerikaner heißen zum Teil auch nicht ganz so viel von denen. Oberhof, so wie ich das gelesen habe. Also, weil die Meinung scheint zu wechselhaft zu sein bei denen. Genau wie bei unseren Dorfmann. Von da, wo auf die 2 lang fährt. Ja, auf der 200, was sie kurz machen. Ja, ja. Ja, wenn die alle da lang fahren, als wir zum Beispiel, ja. Ja, dann ist der ja morgen, da bist du zu oben. Dann nur neu. Naja, das ist einfach dann. Ich sag mal, wenn ich dann um 12 losfahren würde, dann muss ich mich nochmal, muss ich mich nochmal dazu holen. Wo wir dann eigentlich genau passen. Was wollen wir denn? Und vielleicht ein bisschen früh wäre, aber. Warum habe ich das nicht gehört? Daran habe ich nämlich gedacht. Also, wegen meinen Datensammeln. Du zeigst mir ja letztes Mal. Ja, ich hab da gerade online. Am Märchenbrunnen zum Beispiel hochfahren. So eine Hände halt. Also so was für einen Verbrauch halt. Ja, aber da muss ich halt eigentlich nicht großartig drüber nachdenken. Also es ist halt genauso belastend durch die Rechnung wie entspannend durch diese Datenminuten. Also ich behaupte die Preise, wenn man hat ja Vergleiche. Die Preise, die man, wir könnten noch durchfahren, einmal über den Alsanerplatz bis zu den Kirchenhaltestelle gehen. Dann müsste der Bus auch noch vorbeifahren. Und da wir hinten drin sind, müsste man nicht mal viel laufen. Die Haltestelle müsste man ganz leicht besser.
Ich tue mal gleich sauber. Nee, 4 Sachen, halt ja auch stimmt. Wenn die 20 Euro machen, ist irgendwie. Jetzt sind die 25, ich habe 6,50 halt, aber auch noch eben wieder bei Daten genug. Und wenn man ein Brot rechnet, ist das gar nicht mal so teuer, wenn du sagst, 30 oder 25 Euro. Ja, für den Preis hast du aber in Frankreich 100 GB. Achso. Und für einen sogar noch geringeren Preis hast du in Norwegen, Schweden und alles mögliche, was da so alles nördlich ist, unbegrenzt. Für 20, 25 Euro. Mhm. Nur mal so nebenbei. Ja, ist na gut. Und dann haben wir dieses abartig Kack-Dreck. West- und U-Bahnhof Alexanderplatz, Gotthardstraße. Also ich würde sagen, da hat auf jeden Fall mächtig den Cash-Cow gemolken. Nämlich uns. Deswegen sage ich ja, so viel muss, das muss nicht viel bedeuten, dass da so viele Menschen waren. Nee, das war aber offensichtlich. Also ich weiß ja, ich rufe ja darauf lang. Okay, Wochenende ist nochmal ein Unterschied, weil das muss angehen. Aber das sind voll. Also gerade die Leute bewegen sich ja. Es ist ja nicht so, dass da dann wirklich so ein Knäuel an Leuten steht und verrat. Also, das war schon sehr offensichtlich. Ist ja auch anzusehen, wie man also hier sagt. Meine, nix. Also, dass der Ankläger im Grunde in die Weg kommt. Wenn wir schon alle in die Logik. Das wollte ich dann alle. Ja, jetzt erst recht hin. Ja. Also, die erst vor 4 Tagen hat die noch nicht reden. Also, das ist bisher ja auch, weil ist so klar, weil wir haben ja das Lücken. Dass hier eigentlich, wenn man das jetzt mal vergleicht mit den ganzen anderen Sachen, dass hier so eine Filiale ist. Relativ wenig. Also erstaunlich wenig sogar. Und was man hier auch kann man hier auch schließen. Also dass man das nicht zu irgendwas aufgerufen wurde bisher. Zu nichts Größeren. Obwohl die Veranstalter, habe ich mir noch so einen Artikel über das Verboten gelesen, von der Berliner Zeitung, halt der Ulrich, wurde dann auch schon wieder alle ziemlich fragwürdig. Also das wäre halt auch so eine offizielle Veranstaltung von, ich sag jetzt mal wirklich politisch korrekt. Die sich so, ja, die Demo ist offizielle Demo, ja, der Abstand zu wichtig. Also, der wehrt sich halt nur, genau da. Spandauer Straße, Marienkirche. Also, liebe Fahrgäste, es gelten Maskenpflicht und die 3G-Regel. Please wear a mask and be vaccinated, recovered or tested. Das war schon wieder so, wo ich dachte, wir sind in der Veranstaltung. Und Menschen haben dann nur gedrückt, die haben sich im Vorfeld klar von Querdenkern distanziert und von was zu tun. Ja, sicher. Ja, wenn du sowas als Vorwand nimmst, dann kannst du es immer als Vorwand nehmen. Ich habe jedenfalls gedacht, ich meine, so eine Veranstaltung muss man ja gewinnen. Das ist ja viel zu viel Kompromiss. Wir müssen uns jetzt den System anbieten, um uns zu sagen. Ist so ein bisschen sehr pervers. Deswegen ist mir das, was da jetzt stattfindet, und die Welt schon mit. Weil einfach jetzt genau einfach so nicht unter diesem offiziellen Deckmantel. Aussteigen. This tram terminates here. All change, please.